Hallo liebe Freunde der Museumswelt und des Kanals Kosmografia. Das ist der westlichste Strandabschnitt, wo die Alliierten 1944 an der Küste der Normandie landeten. Wiederum ganz im Westen, gegen Cherbourg zu, etwas außerhalb der Invasionszone Utah, liegt das privat geführte World War II Museum. Wie alle Armeemuseen in der Normandie birgt logischerweise auch das World War II Museum viele Objekte aus dem Kriegsalltag, wie man sie in allen Kriegsmuseen antrifft. Was ist also das Hervorstellungsmerkmal hier? Interessant für mich ist die nachgestellte Gasse irgendwo in einem Dorf der Normandie vor der Invasion. Wer gut hinschaut, findet in den Szenografien immer wieder feine Anspielungen auf die Anwesenheit der Résistance. Überall gibt es misstrauische, beobachtende Blicke. Auch auf das Soldatenleben hinter der Front wird eingegangen. Ein Kinosaal besitzt das Museum ebenfalls. Hier wird der Absprung der Soldaten einer Airborne-Division gezeigt. 80 Jahre später kann ich während der Jubiläumsfestivitäten einen solchen Absprung filmen.
Mit viel Liebe und Ambitionen gestaltet der Museumsbesitzer jährlich eine Sonderausstellung. Dieses Jahr, ganz zum Motto der Olympischen Festspiele in Frankreich, werden die Olympischen Spiele von 1936 in Nazi-Deutschland aufgearbeitet. Ganz schön interessante Objekte wurden für diese Sonderausstellung zusammengetragen. Cool! Nun, 88 Jahre später, sieht die Medaillenliste so aus. Ein schönes und mit viel Enthusiasmus gemachtes Museum. Merci und tschüss!